Hier gibt es das sogenannte Burger-Hole. Das ist das jetzt hier leider abgedeckt. Mehr was auf der Seite. Das ist heutzutage bei vielen und den meisten Compound-Bögen gut ersichtlich und machbar. Und die Ausrichtung von so einem Bogen liegt erstmal da drin, dass ich die Pfeilauflage hochstelle, dass dieser Pfeil dieses sogenannte Burger-Hole gerade abdeckt. Dann habe ich schon mal eine Ausrichtung. Dieser Bogen, also um Spline zu testen, spannt man diesen Pfeil ein. Und hier gibt es dann dieses lustige Gerät, das ist ein Messgerät. Das setzt man dann hier drauf und legt es an. So, und in dem Moment, wo du den Pfeil drehst, macht dieses Gerät Ausschläge und zeigt dir dann an, wie es laufen soll und wie es nicht laufen soll. Welches die weichere Seite und wie es die härtere Seite ist. Aber wir hoffen, dass wir so das Wesentliche rübergebracht haben, auch so mit verschiedenen Brodit-Typen, wie wir testen, wie scharf ein Brodit ist. Und dafür eignen sich natürlich so Gummis. Das werden wir einmal kurz zeigen. Also wenn wir testen, ob Falks Brodits scharf sind. Und drücken den relativ langsam rein. Und genau, Gummis werden zerschnitten. Gutes Zeichen dafür, dass ich natürlich auch Lungengewebe sehr gut durchschneiden kann. Wichtiges Thema, ganz, ganz entscheidend bei der Bogenjagd, natürlich auch wie bei der Jagd mit der Waffe, aber beim Bogenjagd umso wichtiger, Shot Placement, also die Schusspositionierung. Wir haben ja ein bisschen keine Kosten und Mühen gescheut, ein bisschen so Gummitierchen besorgt. Die sehen von der Seite für euch natürlich alle völlig normal aus, aber von der Seite sieht die Welt schon anders aus. Ja. Und da sieht man dann sehr sauber bei solchen Geschichten, das werden wir jetzt mal im Detail durchgehen. Worauf es ankommt, wo man so einen Schuss eigentlich platziert. Beschlossen, ja, okay. So Quartering Away zu schießen. Gut, dann würde ich versuchen, hier reinzukommen. Ja, dann schiebst du ruhig durch, genau. Finger lässt es schön tief. Genau, schiebst du ruhig durch, genau. Und Feierabend. So. Haben wir schon darüber gesprochen, was kann auf der Bogenjagd passieren? Es gibt zwei häufige Verletzungen. Was sind das? Schnittwunden. Knochenbrüche. Und Knochenbrüche. Ein Tourniquet. Zack. Muss ich mit üben, aber den kann ich wirklich alleine anbringen, aber nur an den äußersten Extremitäten. Zu niedrig, das mache ich immer nicht. Ich mache es so, dass ich den mir am Anfang höher setze, werdet ihr gleich sehen, und mir den dann nochmal fürs Klettern runtersetze. Warum? Weil ich mit dem Ding einfach so viel leichter einsteigen kann. Ich nehme den wieder hoch. Und zack, weiter.